Aber schöne Bilder, wo gerade einer auf einer Trage neben dem Auto von Rotkreuz weggefahren wird und so, obwohl es keine Verletzten gab. Und wir haben ja auch den Robert Collin gefragt, was haben Sie sich denn gedacht, als der Wagen auf dem Dach lag? Normal ruft doch dann ein Journalist die Presseabteilung an und sagt, ich habe das Auto gekippt, kann ich nochmal einen Test mit einem anderen Auto machen? Irgendwas hat da möglicherweise nicht gestimmt. Warum haben Sie Mercedes nicht angerufen? Haben Sie nicht daran gedacht? Da hat er wortwörtlich gesagt, schon, ich habe schon dran gedacht, aber vielleicht nur 10 Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, da mache ich lieber eine große Story draus. Da hat dann Rotkreuzwagen gerufen, wo die einen mit der Halsklause weggefahren haben, obwohl das alles nicht notwendig war. Ach, das sehen wir. Ja, so, ja, geschickt. Ja. Perfekt gemacht. Ja. Perfekt gemacht. So. Nach 3 Wochen wirklich massivster Presse, wie es ja bis heute nicht mehr